Ich werde mal nicht bis vorne fahren, da steht nämlich ein Polizeiwagen. Und ich habe hier schon auf der Strecke jetzt bestimmt 20 Autos gesehen und 50 Polizisten oder 100 Polizisten. Die stehen am U-Bahnhof immer, da vorne stehen auch schon wieder welche, wie ich sehe. Ja, Tag Leute. Heute mal wieder ein Video bei winterlichen Temperaturen. Gestern war ich noch baden, also gestern, vorgestern. Und jetzt heute Morgen hatten wir 13 Grad, also saukalt. Ich habe auch wieder meine Thermojacke mit Futter rausgeholt. Wobei es jetzt natürlich ganz schön warm ist, wenn ich jetzt hier so lange stehe. Und ich hoffe nicht, dass... da vorne ist ein Fahrradfahrer. Nein, ich will rüber noch. Bitte fahr rüber. Rüber, los, husch. Ach Mensch, tuttelt doch bitte nicht, ey. Hier, guckt euch das an, was da los ist. Alle Polizei. Überall Polizei, ja. Oh nee, hier ist schon wieder rot. Eben gerade vor mir hatte ich dummerweise die Kamera nicht angehabt. Ey, mach so mal, ich bin ja bekloppt, ey. Geil, klatscht mir so mal in die Hände. Habe ich letztens auf dem Video schon gesehen. Naja, ein bisschen bekloppt sind die alten Leute, wisst ihr ja. Also ich bin eigentlich um 11 Uhr Haus des Lehrers verabredet. Am Alex. Das dürfte ich nicht mehr ganz schaffen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Und zwar wollte ich eigentlich erzählen, dass vorhin wäre ich schön, also schön, wäre ich beinahe jemand raufgefahren hinten. Ich habe es ja gesehen, ne? Die hat auf der anderen Straßenseite eine Freundin oder irgendwas gesehen und dachte, wir fahren einfach mal an der Biegung ab. Und ich wäre hier, wenn ich das nicht alles so schön gesehen hätte, hinten raufgefahren. Und da habe ich überlegt, ich meine, ich hatte ja kaum noch Zeit, aber ich bin dann doch rumgefahren, habe sie dann zur Rede, ich habe eben die angemacht. Der Typ nebenan meinte, ich soll mal ein bisschen runterkommen. Naja, die hatten wir nicht gewusst, die haben wir so getan, wie, ich bin ja zu schnell gewesen. Ja, ich habe gerade beschleunigt, aber dann war das Auto vor mir, konnte also nicht schneller sein. Ja, der ist schön abgebogen, ich bin vorbei, also war nicht so schnell, ich musste jetzt nicht quietschende Reifen und so haben. Das wollte ich auch machen, danke, genau. Ja, dafür muss man die Kamera doch immer anlassen. Das ist schon gerade hier so ein blauer vor mir, ja. Normalerweise würde ich nämlich links frech überholen und würde bis zur Ampel vorfahren. Aber wenn Polizei ist, sind wir mal ganz brav und keiner traut sich vorzufahren. Ja, der biegt ab. Wunderbar, wunderbar. Ja, gibt Flamme, nein. Scheiße, wir müssen auch warten. Ja, das zum Thema Kamera, ne? Ich habe letztens in so einem Werbeblock im Fernsehen, jetzt wird das echt warm mit dem Futter, für einen Werbeblock im Fernsehen gesehen, da gibt es so eine Kamera, die kannst du oben reinmachen. Die filmt wohl immer mit. Die überschreibt es dann automatisch wahrscheinlich, wenn du angehalten hast. Weil sonst wäre das ja ein Chip, ein unermesslich großer Chip. Naja, wie dem auch sei. Also um 11 werde ich es nicht mehr schaffen. Das wird dann wahrscheinlich... ach, es geht an da vorne, das seht ihr nicht, aber ich sehe das schön. Da hat er eine grüne Brille auf. Ich habe ja auch so eine grüne Billig-Plastikbrille. So sieht man dann also damit aus. Aha. Und das ist eine Ampel, die nicht grün werden will hier. Ja, jetzt wird es ganz schön warm. Im Stehen ist es also warm. Überall hier, guckt ihr dann, überall ist hier Polizei vertreten heute. Ach
Scheiße, das machen wir mal nicht. Das wäre zu schon wieder rot. Nee. Ich habe ja letztens gesehen, das war ja auch ziemlich rot schon. Da vorne ist gerade einer vor mir gefahren, der hätte locker bei Gelb bremsen können, weil er gesehen hat, nee, da gibt er nochmal Flamme. Und da war so zwei Sekunden bestimmt rot gewesen. Ja, die fahren alle bei Rot heutzutage. Irgendwie ist das, warum auch anhalten, wa? Oh ja, jetzt ist mir warm mit dem Futter. Könnt ihr mal den Winter zeigen? Na ja, sind wir 9:55, würde ich sagen. 9:55. Jeder fährt ja kreuz und quer, wie er Lust hat. Also ich fahre ja mit Moped auch kreuz und quer, aber versuche eigentlich keinen zu behindern dadurch. Letztens hat da einer geschrieben, wie langweilig das doch in der Stadt immer ist. Ja Junge, ich muss aber in der Stadt fahren, was soll ich machen? Ich komme ja nicht so ohne weiteres raus aus der Stadt. Ich meine, klar komme ich raus aus der Stadt, aber es dauert eben eine Ewigkeit. Und dann habe ich das Video meistens schon abgedreht. Andere schneiden das ja dann zusammen. Und sagen jetzt drei Sätze und eine halbe Stunde später noch schneiden sie das zusammen oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich bin also dafür, das hintereinander abzuarbeiten. Nicht rot, ey. Kann ich schon wieder warten jetzt hier. Ja, fahr da rüber ruhig. Oh, das war auch nicht richtig. Ja, das war auch falsch. Ja, könnt ihr mich bemängeln. Habe ich echt gepennt. Weil ich nämlich mal anderen geschrieben habe, dass er an der Kurve schön in den Gegenverkehr gefahren ist und ihm beinahe geknutscht hätte. Daraufhin hat er dann geschrieben, nein, du bist ja mit deinem Stechen auch nicht besser. Ach so, ist grün. Ja, aber es war ein kontrolliertes Stechen geradeaus, wenn dann wäre ich alleine runtergefallen. Ne? Da wäre jetzt keiner in Mitleidenschaft gezogen worden. Da steht er und wartet schon auf mich. Warte mal. Obwohl, wenn es jetzt und so, naja. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn ich jetzt weit fahre, ich werde das mal anhalten und dann, oder mach an das Ding, mach Start an, fahr los. Kannst du, ja, wir fahren gleich weiter, ja. Ich werde mal das anbehalten, so wie das, wenn ich halte, ich eben eine Ecke weiter an. Musst du die jetzt anschieben oder was? Was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Willst du schieben oder was? Was machst du denn jetzt? Was ist denn das hier? Das steht ja leer, war ja. Wir fahren jetzt zum Paintball-Spielen. Und in so einem Haus, ich meine, da muss das ja ein Hammer sein, in so einem riesen Haus zu spielen. Ich war ja früher mal in der Paintball-Anlage Schönwalde. Und die hat ja damals, als wir, ist hier grün? Ich glaube, Moll, ja, ist richtig, Mollstraße rum. Als die das Gelände da ziemlich eröffnet hatten, waren wir mit die Ersten, die da mit bei waren. Ich muss schon wieder gucken, weil hinter mir einer ist. Jedenfalls war da ein Krankenhaus erhalten. Und da waren wir mit 30 gegen 30 oder so drin. Am normalen Spieltag, also kein Big Game, ja, ein normaler Spieltag. Oder wir sind zu 17 gekommen, ich weiß es nicht mehr genau, 30 gegen 30 waren wir, glaube ich. Ach ja.
Und der 17er war, da waren wir zu fünft im Gelände und 17 sind gekommen. Da haben wir gedacht, oh geil, da kommen schön viele an. Ne? Da sind die alle auf einem Schuss gekommen. Da konntest du ja fast drauf warten, bis sie dir vor die Flinte gelaufen sind. Und die 17er, also die 17 Leute da, die da waren, dachten natürlich, wunderbar, weiß, wie die uns glatt machen. Dass es natürlich umgekehrt war, wussten die natürlich nicht. Und naja, wir hätten die auch zu fünft geschlagen. Alter, wir waren ja zu dritt wahrscheinlich geschlagen, die 17 Leute. Aber die dachten uns schön, die machen uns da glatt. Naja. Jetzt sagte er hier, wir fahren mal nach Garzau. Da wollten wir damals auch immer mal hin. Dann ist ein Freund von mir gestorben und dann bin ich auch weg vom Paintball. Wenn er jetzt natürlich sagt, ich habe gestern Abend schon wieder online gewälzt und Markierer verglichen und angeguckt und... Also ich hatte ja damals eine Angel gehabt. Angel Speed, was war das? Angel Speed A4 hieß die, glaube ich. Ja, so was Teures werde ich mir jetzt nicht kaufen. Also jetzt habe ich geguckt, gibt es so ein Set. Ich weiß ja nicht, ob ich denn auch durchhalte, wie das ist ja immer so eine Sache. Da gibt es ein Set für 450 Euro. Wäre ja cool, jemanden zu haben, weil ich muss ja nicht nur Karre fahren, ich kann ja auch andere Sachen machen. Also jetzt sind wir mal ein bisschen außerhalb von der Stadt. Ja, das ist natürlich viel schöner hier zu fahren, ne? Ohne Frage. Ich würde ja mal hier draußen fahren, wenn ich gleich draußen wäre. Und hat natürlich heute meine Sonntagshosen an. Weil ich dachte, es wird ja mehr eine Butterfahrt. Ja, aber ich wusste ja noch nicht, rast der oder rast der nicht. Aber wie ich gesehen habe, ist er mit dem alten Schradl so ja eben über 100 gefahren. Wir müssen ja jetzt auch bald, blinkt er nicht, bald da sein. Heute ist perfektes Wetter zum Paintball spielen. Echt perfekt. Nicht zu warm, hier ist ein Blitzer. Nicht zu warm. Genau richtig. Vor allem jetzt im Sommer ist es ja geil, irgendwo im Wald zu spielen, weil es ja alle zugewachsen ist. Ich war auch schon im Winter spielen, da siehst du denn die Gegner. Jetzt im Sommer, wenn alle zugewachsen ist, musst du schon ganz schön aufpassen. Häuser war ja mal cool. Ach, hier war ich doch schon mal, oder? Hier war ich doch schon mal, glaube ich, oder? Ist das alles bespielbar? Das wäre ja geil mit den Häusern. Komm mal bloß, dass die Kaffee haben, ey. Oder irgendwas zu trinken. Ja, stimmt, hier war ich schon mal mit Husky, glaube ich. Ja, hier war ich schon mal mit Husky. Oh, ist das voll. Hier ist ja geil, hier ist ja Klopperei da. Hier ist ja schön voll. Na, da kann ich leider nicht stehen bleiben und muss mich hier hinstellen. Oh mein Arsch. Genau.
Boah, hier ist ja bombastisch viel los, ey. Wahnsinn. Echt geile.